Das lodernde Kaminfeuer im romantischen Schloss Lüftelberg war die Kulisse für ein informatives Gespräch mit Landrat Sebastian Schuster und Stefan Rätz als Sprecher der Bürgermeister des Landkreises, organisiert vom Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die fürchterlichen Anschläge in Beirut und Frankreich beschäftigen uns jeden Tag. Die Medien sind voll von diesen Themen. Und ich denke, das ist angezeigt, dass wir uns kurz vor den Plätzen erheben, um alle Toten von Beirut und von Paris zu bedenken. Der Vorsitzende Norbert Nettekoven eröffnete die Veranstaltung mit einer Gedenkminute. Herzlichen Dank. Kreishandwerksmeister Thomas Rademacher führte als Moderator souverän durch die verschiedenen Themen. Ja, der erste Themenblock, der Aktualität geschuldet. Wir nehmen es seit Wochen wahr. Man nennt es die Flüchtlingsproblematik, die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingswelle. Viele, viele Begriffe sind in aller Munde, gehen immer wieder durch die Medien. Ja, und da ist natürlich die ganz spannende Frage, zunächst mal an den Landrat. Funktioniert das Flüchtlingsaufnehmen im Zusammenspiel zwischen Kreis und den Städten und Gemeinden? Der Rhein-Sieg-Kreis als Kreis hat höchstens eine unterstützende, koordinierende Funktion. Es ist leider so, dass die Kommunen da relativ allein gelassen sind. Es ist ein Desaster, was wir erleben, organisatorisch. Und wenn die Kommunen an der Basis mit viel Ehrenamtlichkeit und Herzblut das nicht bewerkstelligen würde, dann wäre das alles schon uns um die Ohren geflogen. Ich habe das Gefühl, wir sind zwischen Landrat und Bürgermeistern in einem guten Austausch und haben, denke ich, ein vernünftiges, konstruktives Verhältnis. Wir sind auf diesen Massenansturm nicht vorbereitet. Und das muss man auch der großen Politik jetzt sagen. Die hoffen immer, dass das in den Kommunen schon irgendwo bewältigt wird. Das machen wir auch bis zu einem gewissen Stadium. Das schaffen wir auch bis zu einem gewissen Stadium. Aber dann schaffen wir es eben nicht mehr. Das ist so. Wenn die letzten Hallen belegt sind und noch alles mehr zusammenrücken muss, dann fängt das an zu grummeln. Wir haben jetzt eine Flüchtlingswelle, die etwas mit Armut, mit Kriegen, mit Not zu tun hat. Es werden noch alle die kommen, die auch wegen dem Klimawandel noch sich Richtung Norden aufmachen. Wir wollen wirklich alles machen, was wir nur machen können. Aber wir werden das auf Dauer so nicht schaffen. Das ist eine klare Aussage. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist Stefan Rätz besonders wichtig. Wir merken nur zum Teil jetzt in Deutschland, dass wir überreguliert sind. Das ist ein wunderbares Beispiel, um auch mal aufzuzeigen, wo wir vielleicht von einigem dieser Überregulierungs-Dingen runterkommen könnten. Ob die Treppen nun was steiler oder nicht so steil sind und ob die Fenster, welche Größe die haben und wo das Licht da reinkommt und Ähnlichem und ob dann die Abstandsflächen zum nächsten Baum groß genug sind, alles das können wir wirklich jetzt mal zur Seite tun. Da gibt es jetzt genügend Möglichkeiten. Vorher ein Unding, wenn man da dran gegangen ist. Könnte ja irgendeine Baumwurzel beschädigt werden oder Ähnlichem. Ist Gott sei Dank jetzt ein bisschen anders. Problem wird vielleicht nur, wenn der Feldhamster wieder vor der Tür steht. Neben den Themen Flächennutzungsplan des Landes und Gewerbesteuer war auch die Frage, gibt es einen Rutschbahneffekt nach Berlin, von großem Interesse. Für mich ist es nicht verhandelbar, dass wir die Ressorts ohne Einschränkung hier behandeln, die für die weitere Entwicklung von Bonn als Bundesstadt entscheidend sind. Um deine Frage jetzt zu beantworten, die 5, 6 Ministerien, die Bonn nachhaltig unterstützen in der Entwicklung als UN-Stadt für Forschung und Bildung, für internationale Zusammenarbeit, Wirtschaftshilfe und so weiter, diese Ressorts sind für uns nicht verhandelbar. Die müssen hier bleiben, ohne Wenn und Aber. Und dann reicht es nicht aus, wenn ein Schild vor der Tür hängt und der Hausmeister da ist, sondern da müssen auch Entscheider da sein. Und das steht für mich nicht zur Disposition. Wenn wir mal gucken, wie sich das entwickelt hat, seit den Anfängen auch dieses Gesetzes und wie dann doch nach und nach natürlich hier mal der eine, dann der andere, dann die Anzahl der Arbeitsplätze in den Ministerien, der eine sagte, ich brauche aber mehr in Berlin, sich das so ein bisschen so verschoben hat. Am Anfang hat man noch gesagt, na gut, die paar kommen, lass es mal so sein. Nur es hat tatsächlich dann angefangen, langsam auch unverschämt zu werden. Das müssen wir so wirklich feststellen. Und dann muss man auch tatsächlich sagen, so geht es nicht weiter. Wir haben hier ein klares Gesetz, da
Da steht drin, was nach Bonn gehört und was nach Berlin gehört. Wenn ihr jetzt so entsprechend weitermacht, dann lassen wir uns halt nicht gefallen. Wenn keine Fragen mehr von Ihnen sind, mit unserem Programm soweit durch, möchte mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken fürs Kommen, fürs aufmerksame Zuhören. Ich hoffe, Sie haben die ein oder andere Erkenntnis neu gewonnen, die Sie mit nach Hause nehmen können. Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei Sebastian Römer, der im Vorfeld mit Richard Recker zusammen das Ganze hervorragend organisiert hat und auch noch die Technik im Griff hatte. Und natürlich bei Landrat Sebastian Schuster. Vielen herzlichen Dank. Auch bei Bürgermeister Stefan Rätz. Nebenan ist gedeckt. Ich hätte fast gesagt, nebenan ist warm gekocht. Für uns die beste Gelegenheit, ein paar Eindrücke von diesem Event einzufangen. Ich glaube, dass der Bürgermeister Rätz und auch vielleicht der Landrat ein bisschen bei den Unternehmern doch den Eindruck vermitteln konnten, dass es hier in der linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis weiter nach vorne geht. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, als Zuhörer in diesem Fall eine wunderbare Veranstaltung des Unternehmernetzwerkes betrifft die 6 linksrheinischen Kommunen, die an der Stelle dann auch gemeinsam unterwegs sind. Das ist auch die Besonderheit im Grunde dieser Veranstaltung. Und es ging um die Themen der Region. Also gerade die Flüchtlingsthemen, die im Moment alle bewegen, die Kommunen auch in unserer Region, nicht nur hier, aber hier auch. Und das wurde heute sehr offen und sehr ehrlich aus meiner Sicht diskutiert und besprochen. Ja. Und insofern gelungene Veranstaltung und Kompliment an Gratulation auch hier zum Veranstalter. Und wir haben, glaube ich, eine Reihe von sehr schönen Themen bearbeitet, was etwas kurz gekommen ist. Aber da vielleicht machen wir die nächste Veranstaltung mit dem Thema Fachkräftegewinnung oder auch Ausbau der Wissenschaftsregion mit Hochschulstandort und so weiter. Aber das war so ein schöner Aufschlag. Ich glaube, das wird eine Wiederholung geben. Genau, gute Vorlage. Ja, sehr gut. Ja. Perfekt. Vielen Dank. So viel zum ersten Kamingespräch des Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerkes und, so wie wir eben gehört haben, wird es auch im nächsten Jahr wieder knistern rund um den Kamin auf Schloss Lüftelberg.